Das hier ist mein Handy. Neues Handy. Ja, nicht ganz neu, ich habe es jetzt 1,5 Jahre. Aber das Handy selber ist schon viel älter und das hat auch eine interessante Geschichte. Woraus besteht denn so ein Handy überhaupt? Ein Handy besteht unter anderem aus Plastik. Und Plastik gewinnt man durch Öl. Und in diesem Handy ist ein Siliziumchip. Und Silizium findet man unter anderem im Sand. Und Öl und Sand, das gibt es ja an einigen Orten zuhauf in der Welt, unter anderem auch im Irak. Und da kommt dieses Handy her. Das ist nur schon viel, viel älter. Die Geschichte von diesem Handy ist folgende. Vor einigen Millionen Jahren ist im Irak in einer Ölquelle, also da, wo es viel Öl gab, ein Blitz eingeschlagen. Und dieser Blitz hat das Öl umgewandelt in Plastik. Jetzt nicht einfach in einen Haufen Plastik, sondern in eine passende Plastikhülle für dieses Handy. Und da ist ein weiterer Blitz eingeschlagen, aber diesmal in den Sand. Und dieser zweite Blitzeinschlag, der hat den Sand umgewandelt in einen Siliziumchip. Nicht in irgendeinen Siliziumchip, sondern in einen Siliziumchip mit der passenden Programmierung für dieses Handy. Und dann gab es ein kleines Erdbeben. Das hat diesen Chip quasi in die Plastikhülle geworfen. Da ist ein bisschen Wasser gefallen, das hat das Ganze abgekühlt. Und dann war das Handy fertig. Und dann so vor 1,5 Jahren, ich laufe durch die Wüste im Irak und ich schaue auf den Boden und hey, da liegt ein Handy. Ja, ich schalte es ein und rufe meine Frau an. Das lernt man heute in der Schule. Denn genau das ist die Geschichte von der Entstehung des Lebens. Jemand könnte 50 Mal hintereinander im Lotto gewinnen. Und da würde jeder sofort sagen, ach Moment, das geht aber nicht mit rechten Dingen zu. Da hat er irgendwas manipuliert, er hat Connections zur Lottofirma oder was auch immer. Aber das passiert einfach nicht. Ja, aber warum denn nicht? Wenn es unendlich viele Universen gibt, warum nicht das? Wir sind halt das Universum, wo gerade jemand 50 Mal hintereinander im Lotto gewinnt. Ist doch alles unproblematisch. Wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann Unrecht? Warum beobachten wir Leid und Unglück? Er beobachtet quasi diese Welt, er sieht das ganze Leid und sagt, das kann nicht das Werk von einem Gott sein. Nun, diesen Schluss kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen. Und ich würde behaupten, das sagt nur jemand, weil er nicht möchte, dass es einen Gott gibt. Er könnte ja auch einfach sagen, okay, es gibt einen Gott, aber der hat eine Welt erschaffen mit Unrecht, mit Leid und Unglück. Denn ich habe ja jetzt immer noch keine Erklärung dafür, wie diese ganzen Zufälle zustande kommen. Das liefert mir ja keine Erklärung. Das ist wie, als wenn ich in einem Flugzeug sitze und feststelle, ich habe keine Beinfreiheit. Das sitzt alles so eng zusammen. Und jetzt sage ich, okay, dieses Flugzeug, das kann keinen gütigen Konstrukteur haben. Menschen haben doch so eine Eigenschaft der Barmherzigkeit in sich, aber das Flugzeug hier, das hat doch niemand gebaut, der barmherzig ist. Dafür muss es eine andere Erklärung geben. Nun, das widerlegt ja nicht die Vorstellung von einem Konstrukteur, aber der kann sich ja auch dabei etwas gedacht haben. Der hat vielleicht einfach die Sitzreihen etwas näher zusammengerückt, damit mehr Menschen in das Flugzeug passen und die Fluggesellschaft am Ende bessere Preise anbieten kann. Das kann ja auch eine Überlegung sein. Aber wenn ich einfach nur etwas beobachte, was mir nicht gefällt und dann gleichzeitig dann sofort so etwas schlussfolgere, das passt nicht. Da steckt auch was anderes hinter. Das ist jemand, er möchte dahin kommen. Er möchte einfach nicht, dass es einen Gott gibt. Wenn man auf dem Dach eines Hochhauses steht und der Aufzug ist ausgefallen, dann ist der Weg nach unten sehr anstrengend über die Treppen. Aber jetzt kann man sich einfach sagen, okay, ich springe über die Dachkante. Das ist nicht anstrengend, ich komme automatisch unten an. Nun ja, aber jetzt gibt es ja diese Erdanziehungskraft, die einen viel schneller nach unten zieht, als einem das lieb ist. Jetzt sage ich einfach, ich glaube nicht an die Erdanziehungskraft. Ist das Problem doch gelöst, oder? Ich springe und glaube nicht an die Erdanziehungskraft. Das löst das Problem eben nicht. Die Wahrheit ist einfach wahr.